Ich arbeite noch an einer neuen Brand. Deswegen bin ich am Daten. Ich habe hier so eine kleine Vintage-Uhren-Collection. Schaut mal, so sieht die Jeans aus. Du lasst ihr doch so eine kleine Schultüte machen. Ich will unbedingt eine Tochter. Happy Einschulung! Haben wir richtig schön, oder? Ich fühle mich so zu Hause, wenn ich hier bin. Hello everybody und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich fühle mich finally back. Wie ihr hört, meine Stimme ist back. Ich war literally 2,5 Wochen krank. Also das war echt nicht cool. Aber ich bin zurück und ich bin motiviert und ich habe eben meine Haare gewaschen. Und nehme euch heute einfach mal so ein bisschen mit, Daily. Heute passiert eigentlich gar nicht so viel. Heute ist Montag. Ich bin so slowly but surely wieder dabei, so aus meinem Loch rauszukommen. Also ich war nicht in einem richtigen Loch, aber mit den vielen Reisen und mit den vielen Events und mit dem Kranksein, da ist man einfach so aus der Routine rausgekommen. Und deswegen nehme ich euch heute wieder so ein bisschen mit, in die Routine reinzukommen. Ich war auf jeden Fall heute Morgen um 7 schon wach, bin mit Sky raus. Bin dann zum Pilates um 8 und jetzt haben wir 11. Ich muss jetzt gleich meine Haare waschen. Koffer auspacken, ich war das Wochenende in Düsseldorf. Let me tell you, your girl is thriving. I'm thriving und ich bin blessed, dass ich wieder gesund bin. Und habe eben gerade geporridged und... Aha, hallo! Oh my goodness! Was ist denn mit der los? Bitte hyper, Bobby. Sophie ist gerade gekommen und wir besprechen so ein bisschen die ganze Woche und. Und ich muss auf jeden Fall meine Haare föhnen. Ja, und ansonsten will ich auf jeden Fall so ein bisschen meine YouTube-Videos planen. Vielleicht drehe ich heute auch noch eins. We're going with the flow. Was wir gerade so ein bisschen machen, ist die Woche durchgehen. Wir arbeiten da immer mit dem Google-Kalender oder auch dem Apple-Kalender. Und da besprechen wir jetzt so ein bisschen, wie wir die Woche strukturieren. Gibt es Freigaben? Wann habe ich 99-Day? Ich habe zum Beispiel morgen 99-Office. Genau, das planen wir gerade so ein bisschen, um da so eine Struktur zu haben. So, ich habe mich gerade ein wenig geschminkt. Sophie und ich haben den ganzen Plan für heute gemacht und haben auch so ein bisschen an einem Projekt gearbeitet. Wovon? Es ist eigentlich kein Projekt. Es ist mein Lipkit. Was übrigens sold out ist. Das ist so krass, Leute. Vielen, vielen Dank für diesen geisteskranken Support und auch diese ganze Liebe, die ich bekommen habe für das Lipkit. Also ich muss euch eigentlich noch so viel erzählen, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören soll. Also erstmal vielen Dank für das ganze Feedback für das Lipkit. Es ist officially sold out. Ich habe heute noch einen Call mit Kaya, um irgendwas von Restock zu erfahren. Aber eigentlich haben wir vertraglich festgelegt, dass es limited ist. Aber dadurch, dass es so schnell ausverkauft war, kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, hast du nicht Bock auf einen Restock? Deswegen werde ich euch da nochmal updaten, weil meine DMs echt voll sind, wo mir jetzt geschrieben haben, ich würde mir das eigentlich noch bestellen und so. Ja, und ansonsten, was gibt es noch so für Live-Updates? Ich arbeite noch an einer neuen Brand. Schon das ganze Jahr über. Und wenn, fingers crossed, das alles klappt, können wir im Dezember launchen. Ihr seid auch die Ersten, die das hören. Ich habe es auch noch fast keinem erzählt. Ich kann auch mal raten, was es ist. Also es ist halt kein Projekt, sondern es ist schon langfristig eine Brand, die ich gerade aufbaue. Und ich gehe da voll drin auf, weil es mich einfach extrem interessiert. Und ja, dieser ganze Prozess war einfach toll. Und genau, da sind Sophie und ich gerade auch am dran arbeiten und im Background am Machen und so. Dann, was gibt es noch für Updates? Ich glaube, das generelle Update, so wie es mir geht, ist, mir geht's gut. Mir geht's gut und mein Leben adaptiert sich. Don't get me wrong, meine Trennung ist jetzt schon eine Weile her und es vergeht kein Tag, wo es mir nicht gut geht. Also das ist wirklich so die größte Erkenntnis, ist, dass die Beziehung mir wirklich nicht gut getan hat und es mir jetzt besser geht. Und da sind ein paar Dinge passiert, die unschön sind und da, ich will auch gar nichts irgendwie kleinreden und ich will auch nicht zu viel Insights geben, weil es auch irgendwie ein bisschen privat und das respektiere ich auch alles noch. Aber man muss sich auch manchmal eingestehen, wenn es einfach nicht mehr passt. Und deswegen bin ich froh,
dass ich gegangen bin und so, aber für mich war die Umstellung doch nicht so einfach, wie ich es anfangs dachte. Ich glaube, ich komme langsam in so einen Rhythmus rein, wo ich selber jetzt lerne, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin, aber ich bin in so einer Phase, wo ich jetzt für mich definieren muss, was ist mein idealer Partner. Es geht mir gar nicht darum, dass ich unbedingt in einer Beziehung sein will. Ich will eigentlich nicht in einer Beziehung sein, weil ich noch nicht klar definieren kann, das sind Qualitäten, die mein Partner mitbringen soll. Deswegen bin ich am Daten und auch am Gucken und also was, weil ich lernen muss, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Was für Charaktereigenschaften finde ich gut und welche eher nicht, weil alles, was ich bisher mochte, das hat zu der Caro gepasst vor 5 Jahren und ich bin jetzt älter geworden und ich habe nicht mehr dieselben Interessen wie damals. Ich bin einfach kein Teenager mehr. Ich bin jetzt ein Erwachsener und das ist irgendwie so anders. Das ist so die Erkenntnis, die ich so über die letzten Monate gesammelt habe, dass ich für mich herausfinden muss, was will ich. Und nicht im Sinne von, was will ich? Ich will nicht eine Beziehung oder will ich Single sein oder so. Ganz ehrlich, ich bin lieber in einer Beziehung. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich mag es, einen Partner zu haben. Ich mag es, jemanden an meiner Seite zu haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wo wir unsere Träume den hinterher rennen und uns gegenseitig helfen und ein Team sind und viel Spaß haben und Leidenschaft. Ich bin wirklich ein Beziehungsmensch, aber ich möchte, das ist auch irgendwie unfair, weil meine vorherige Beziehung, die war am Anfang toll. Am Anfang habe ich mich auch in der wohl gefühlt und so. Und da sind auch anfänglich schon Dinge passiert, die ich so ein paar Red Flags, die ich ignoriert habe, aber das hat zu meinem damaligen Ich irgendwie gepasst. So, deswegen, am Anfang war alles gut, so mit der Zeit hat man sich halt extrem verändert. Deswegen muss ich jetzt für mich herausfinden, was will ich und was will ich nicht. In der Phase bin ich gerade und deswegen fällt es mir auch voll schwer, so öffentlich viel Privates zu erzählen, weil ich in so einer Umbruchsphase bin, würde ich das schon irgendwie nennen, in der ich einfach noch so ein bisschen lernen muss zu schwimmen. So ein bisschen... Wie kraut man eigentlich noch und wie kann man rückwärts schwimmen? Ja. Ich habe schon ein paar Dinge so auf meiner Husband-List, die mir wichtig sind, aber ich sag euch, wenn ich weiter nur in meinem Zimmer sitze und weiter arbeite und weiter nicht socialize, dann werde ich das niemals herausfinden, was mir eigentlich gefällt und was mir nicht gefällt. Weil das, was ich vorher mochte, gefällt mir heute nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen kleiner Appell an alle Single-Ladies. Geht auf Dates, geht auf Treffen, schreibt mit Männern, schreibt mit Boys, schreibt mit Typen, schreibt mit Frauen, wenn ihr wollt. Macht das einfach, um herauszufinden, was ihr wirklich wollt, falls ihr in der Situation seid wie ich. Ansonsten kommen heute die Mädels abends zu mir, also Cheyenne, Sophie und Noelle. Diese Kombination gab es auch lange nicht mehr. Das erzähle ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Aber die kommen heute und wir wollen was kochen. Den muss ich übrigens auch nochmal antworten. Ich liebe es ja auch, dass ich das immer vergesse. Genau, und dann gucken wir mal, ob wir einfach nur quatschen, ob wir noch was gucken oder so. Ich muss die so ein bisschen updaten. Ja, that's the plan. Ja, that is the plan. Ansonsten trage ich heute diese Hoops. Die sind neu von 99, die sind flat, solche Flat Hoops. Und ich finde die sau cool, die sehen sau nice aus und die scheinen richtig. Ich trage die heute so in Silber und die gibt es auch noch in Gold. Was kann ich euch noch für Updates geben? Ich trage hier eine Vintage gesourced Uhr, die ich gesourced habe. Ich habe hier so eine kleine Vintage Uhren Collection. Es macht mir voll Spaß, Vintage Uhren zu sourcen. Ich kann euch mal ein paar zeigen. Schaut mal, so sehen die aus. Bin richtig obsessed, die finde ich auch richtig toll. Die hat so Herzen, seht ihr das? Die finde ich richtig schön. Oder die finde ich auch richtig toll. Ja, ich habe mal überlegt, ob ich die auch irgendwann mal verkaufen will oder so. Oder meine Sammlung weitermache. Ja, mal schauen. Ich habe mir dieses Ding hier übrigens von, wie heißt das, Amazon bestellt. Ah ja, und hier habe ich mir ein paar Lip Kits bestellt, den ich meinen Girls und den Mädels aus dem Office mitbringen möchte. Ich weiß, dass viele mich da unterstützt haben und auch bestellt haben und so, aber für Family and Friends wollte ich extra mir nochmal 10 Stück beiseite legen, um einfach Danke zu sagen für meine Liebsten. Ah, mir ist gerade noch was aufgefallen. Und zwar habe ich eine Hose bestellt und die ziehen wir jetzt mal zusammen an, weil ich finde, Hosen ist immer ein Struggle. Und ich habe eine gefunden,
Und ich bin bereit dazu, mehr Geld für Hosen auszugeben. Zum Beispiel diese typische EB Denim Jeans, die ich schon seit 3 Jahren habe. Ich packe hier ein Bild hin. Die hat mich damals 400 Euro gekostet. Die hat, glaube ich, 250 Euro gekostet. Mit Taxes, die ich zahlen musste und Shipping, sind wir im Endeffekt auf 400 gekommen. Und es war damals für mich unfassbar viel Geld und es ist heute immer noch unfassbar viel Geld. Aber ich bin bereit, 200 Euro für eine geile Jeans auszugeben, wenn die auch wirklich geil ist. Und das hier ist eine. Die Brand heißt Still Here. Oh, die stinkt ein bisschen. Ich habe noch nie davon gehört. Ich folge einer auf TikTok, die heißt Audrey Peters aus New York. Und die ist halt auch so ein Chanel-Lover und so ein Hermes-Lover. Und die hat so ganz viele Glitzertaschen und all sowas. Und die hat diese Hose halt in ihrer Story gepostet. Und ich fand die sau geil aus. Oh, oh, komm ich da rein? Oh, oh, oh. Ah. Oh. Ich weiß nicht mehr, welche Größe ich bestellt habe. Oh. Hi. Oh, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ey, die sitzt eigentlich perfekt. Ich bin ein bisschen schock, Party People. Schaut mal, so sieht die Jeans aus. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Finde ich smashig, Leute. Oder? Was sagen wir? Schaut mal, so sieht der Hintern aus. Eine gehende Unono. Finde ich super. Smash! Ich werde die euch verlinken, falls einer von euch die auch nachshoppen will oder so. Die hat 220 gekostet oder so. So sieht die nochmal von vorne aus. Und ich finde, die sitzt sogar besser als die Agoldi Jeans. Agoldi ist ja auch mega bekannt dafür. Und ich mag es auch, dass sie super high-waisted und so einen dunklen Wash hat. Und, ah ja, wegen der Länge, das ist vielleicht noch wichtig. Ich setze euch hier mal ab. Das ist die Länge. Ich in 1,63,5 kann mir vorstellen, dass sie für alle Mädels, die über 1,70 sind, dass sie vielleicht kurz ist. Aber vielleicht kann man da auch die Länge angeben. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ich muss auch mal gucken, welche Größe das ist. Das ist 26. Dass jetzt jemandem weiterhilft. Yay, cool. Ich mag die Jeans voll. Die ist voll bequem auch. Also ich habe die Jeans gerade auch nochmal Sophie gezeigt und sie meinte auch, sehr smashig diese Hose. Ich finde, die ist halt auch so perfekt high-waisted. Also die schneidet nicht ein und die ist nicht zu low und die ist auch nicht zu überm Bauchnabel, sondern so richtig überm Bauchnabel, dass sie so perfekt bei der Taille einschneidet, wo es eigentlich, wo man so richtig schlank aussieht. Also so bei dem engsten, kurz vorm engsten Punkt. Richtig cool. Und ich drehe jetzt noch ein Insta-Haul mit anderen coolen Pieces von Reserved. Ich muss sagen, Reserved hat so nice Pieces, aber immer wenn ich ins Store gehe, sehe ich da irgendwie nicht so viel. Aber wenn ich online schaue, gefallen mir viele Dinge immer richtig gut. Und ist auch diese, ah ja, ich habe so eine richtig geile, ich zeige euch die jetzt einfach mal, so eine richtig geile Jacke dort gesehen, weil Reserved so eine Premium, wie heißt das, Premium-Section gelauncht hat. Und diese Jacke sieht einfach aus wie von Celine und die von Celine kostet, glaube ich, 4.500 Euro. Ich weiß nicht, wie das geht. Und die hier kostet 170. Und ich finde, die sieht so nice aus. Also fingers crossed, dass die mir jetzt passt. Oh! Oh! Guck mal, Sophie. Voll nice! Ich finde, die sieht nämlich aus wie diese Celine-Jacke. Ja. Krass, ne? Ja, voll der gute Dupe. Kann ich euch auch mal verlinken, wenn es die noch gibt. Ja, da drehe ich mein Haul. Falls es noch irgendwas gibt, was mega cool ist, was ich euch zeigen will, zeige ich es euch. Können wir mal darüber reden, wie oft ich mich umziehe. Aber ja, ich trage jetzt hier dieses richtig coole T-Shirt. Ich werde euch das auch mal unten verlinken in der Infobox. Sophie startet jetzt bald mit ihrem Referendariat an der Schule. Und deswegen ist Cheyenne auf die Idee gekommen und meinte so, lass ihr doch so eine kleine Schultüte machen. Deswegen habe ich die bestellt. Mit so Stickern für die Kinder, weil Sophie will ja an der Grundschule arbeiten, also wird an der Grundschule arbeiten. Und Cheyenne ist gerade auch auf dem Weg, so ein paar andere Goodies zu holen, aber wir haben immer hier diese Sticker und einmal diese Schultüte, das ist mega süß. Deswegen haben wir ihr gesagt, dass sie später kommen soll. Also ich habe in die Gruppe geschrieben und war so, ja, wollte später kommen, ich bin noch nicht fertig. Weil dann haben Cheyenne und Sophie ich noch ein bisschen Zeit, das so ein bisschen cute zu machen.
Ich muss jetzt hier Kackbriefe durchgehen. Genau, und damit wir noch genug Zeit haben, das zusammenzupacken und so. Und wir wollen auch was kochen, deswegen habe ich gerade noch an Rezepten geguckt. Wir wollen einmal so ein spicy TikTok-Ding machen und einmal so einen Nudelauflauf. Cheyenne schickt mir gerade so Bilder an. So, oh mein Gott, wie geil, so ein Stück mit mehreren Farben. Yes, that's what we're doing. Nachdem ich jetzt hier das Essen bestelle, dann muss ich noch... Irgendwas musste ich noch machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Ja, und ich will noch eine Runde Klavier spielen auf jeden Fall und noch was lesen, bevor die kommen. Also, will auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ich lese gerade das Never Never von Colleen Hoover und das ist so geil, weil es mal irgendwie was ganz anderes ist als so eine normale Liebesgeschichte, was ich irgendwie voll cool finde. That's the plan. That's the plan-y. Hab ganz viele Stories gedreht und ein paar Sachen für TikTok gemacht. Und ja, that's the plan of the night. Sky ist hier am Leckerlis schnabulieren. Falls ihr euch fragt, was hier im Background rumgeknabbert wird. Mir ist auch aufgefallen, ich habe euch noch gar nichts auf dem Klavier vorgespielt. Deswegen mache ich das mal. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch lange nicht mehr gespielt, als ich jetzt so viel unterwegs war, obviously. Deswegen excuse please, wenn ich noch nicht that professional bin. Mache ich auch alles immer auswendig. YouTube. Muss ich halt noch üben, nicht? Cheyenne, Sophie und Noelle sind jetzt gleich auf dem Weg und ja, wo steckt die Pinky? Müssen wir noch irgendwas aufräumen? Was machst du? Was machst du? Ab! Freche, eine Freche. Also, guck mal. Cheyenne ist da. Hallo. Wir machen jetzt die Tüte voll. Brauchen wir eine Karte? Habe ich auch erst überlegt, aber eigentlich macht man das nicht in der Tüte. Oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe jetzt keine. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was man in der Tüte macht. Oh, süß. Ja, voll, ne? Voll. Guck mal. Oh, süß, Leute. Guckt euch doch mal das an. Das sind Radiergummis. Die müssen wir aber einzeln reinmachen. Alles, ja. Damit ist alles so. Richtig sweet. Oh mein Gott. Voll cool, ne? Geil. Machen wir mal rein. Also,
Ah, die Glitzersticker. Ja. Glitzern ja gar nicht. Die sind scheiße. Oh, glitzern. Ach so. Die aber nicht. Die tun nur so. Die tun nur so, als würden die glitzern. Das haben die so bearbeitet einfach. Ja, die glitzern halt echt. Und die tun nur so. Wie bei Wish bestellt, Alter. Okay, dann lassen wir die nicht glitzern erstmal raus und gucken, wie viel wir da. Fällt die Schoko-Ei nach unten? Das Beste, ja. Das Beste am Ende. Mannschaftsarmbänder. Für die ganz lieben Kinder. Okay, warte. Die müssen jetzt nicht mehr alles einzeln machen. Und hier die Dings. Was ist das? Ein Spitzer. Oh mein Gott, sind die cool. Das wäre damals mein Traum gewesen. Ey, das wäre mein Traum gewesen. Du willst ja eine Bleistifte. Ich will unbedingt eine Tochter. Ja. Soll ich einfach mal welche reinmachen? Da gab es noch dieses andere. Kennst du diese Tiere, wo du so den Kopf so aufmachst und dann machst du da so auch so Brausedinger rein? Ja. Und dann drückst du so drauf. Ja. Aber ich dachte, das wäre viel cooler. Ja. Weil das ist weil die sauer. Das safe nicht essen. Egal. Aber es ist schon weit. Bubba Bubba bestimmt. Das ist geil. Das ist das mit den. Kennst du das? Oh mein Gott. Früher haben, wenn du ganz cool warst, kannst du so eine ganze Ding essen. Kennst du noch diese Wunderbälle? Ja, weil. Wo du so rumgeleckt hast. Ich habe mir die immer aufgehoben. Was war da am Ende? Kaugummi. Ja, und der war richtig eklig. Ich habe mir den, das war so eklig, ich habe den mir immer so aufgehoben in so einer Tupperware. Und das sah aus wie so ein angeschimmeltes Ding. Oh nein, jetzt habe ich es so aufgemacht, jetzt ist es egal. Ich dachte, das wäre cooler, wenn das einzeln ist, aber jetzt ist es voll scheiße. Dann lass doch, dann essen wir das und dann machen wir die rein. Nein, anders rein. Okay. Okay, das ist cool. Und den coolen Herbert nicht vergessen. Gesündi. Danke. Den mag die auch voll. Ja. Ich hab den auch. Hema hat so coole Deko-Sachen. Also nicht Deko, aber so, so Gadgets. Hast du das jetzt gar nicht rein? Nee. Das muss auf jeden Fall noch rein. Scheiße, der muss auf jeden Fall rein und die Marker müssen. Die Marker müssen da auch noch rein. Und das auch. Egal, wir machen einfach. Wie machen wir den zu überhaupt? Gar nicht. Oh mein Gott, guck mal. Warte. Schüttel mal so ein bisschen, vielleicht rutscht da noch was nach unten. Ja. Passt da noch was rein? Schwierig. Ja, voll süß. Oh, das sieht aus, als wäre es extra. Hey, die Radiergummis. Und die Glitzerdinger. Das passt da nicht mehr rein, Maus. Komm, Scheiße. Die kleinen noch rein. Scheiße. Oh. Den Rest gibst du dir auch für schlechte Zeiten. Wenn es immer nicht gut ist. Für später also. Brause. Okay, aber das sieht doch süß aus. So? Komm, sie wird sich freuen. Hier geht's, oh, hier geht's ja schon richtig. Ja, wir sind hier übrigens am Kochen. Ab. Was riecht hier so? Was findest du? Ich finde, es riecht nach Zwiebeln und Milch. Ich habe zu stark eingeatmet. Wie findest du den Spiegel? Voll schön, aber den hast du doch schon verlangert. Ja, aber jetzt hängt er wenigstens. Ja. Happy Einschulung to you. Happy Einschulung to you. Happy Einschulung, Mrs. Lehrerin. Happy Einschulung for you. Ihr seid ja so eine Süße. Ja, du hast nicht alles reingepasst. Was macht ihr denn? Ich hab heute noch nichts gemacht. Ich war eine Stunde. Was hat hier mal ins Gesicht getreten? Ich glaube, die Shane geht jetzt extra, weil sie weinen muss. Ah, okay. Ja, die Sophie ist wird jetzt bald Lehrerin. Ja, aber das dauert auch noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Was habt ihr denn hier alles reingepackt? Alter, die hat genau meinen Pickel erwischt. Oh shit, nee, daneben, oder? Halt mal. Das tut so weh. Ah, nee, die hat drüber gezogen. Oh. Die haben mir eine richtige Ohrfeige gegeben. Ich gebe mir gleich Desinfektionszeug. Ach Quatsch, welchen Lotto habt ihr denn ausgeraubt? Den Kinderlotto. Den Kinderlotto. Wie gibt es denn noch ein Kinderlotto? Ach, so was Süßes. Das habe ich so lange nicht mehr gegessen. Das wollte ich eigentlich heute mal. Boah, ein bisschen britzeln lassen im Mund. Ich finde schon. Ach du Scheiße. Ihr habt ja richtig die.
die jetzt auch gucken. Auch ein paar Süßigkeiten. Sag mal, was habt ihr denn hier alles will? Das ist Terror. Ja. Wir mussten nur die Packung aufmachen. Ah, weil das ist nicht mehr rein. Was habt ihr denn alles geholt hier? Oh nein, sowas Süßes. Für deine Lieblingskinder. Die dürfen auch beißen. Oh, das ist ein bisschen eklig. Jeder darf nur so ein Ding da abnuckeln. Nee, nee, nee. Sowas machen wir nicht. Sogar Chupa Chups. Der Orange ist auch mein Lieblings. Textmarker? Was sind das für Textmarker? Wo habt ihr das gefunden alles? Im Kinderlotto. Ja, was ist denn der Kinderlotto? Da Lotto, wo es Kinder gibt. Schade. Wir wollten eigentlich andere, aber die gab's nicht. Bisschen Tape? Zum Mund zu kriegen. Kann ich ein bisschen was tapen? Aber wenn mit Glitzer, ne? Ja. Was habt ihr da alles reingemacht? Wir sollen das alles essen. Ihr seid ja Kringles. Hast du die Bleistifte gesehen? Nein. Da ist die noch gar nicht. Doch, ich sehe die schon, aber ich bin noch nicht so weit. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Ein ganz tolles Halloween-Outfit. Das wäre was für uns gewesen. Tja, ich bin auch ein bisschen sauer, dass wir auf keiner Halloween-Party waren. Wir hätten, die einzige gute ist immer noch Gibson, aber das ist halt auch scheiße. Aber die war schon. Ja, sag ich ja. Die einzige gute ist Gibson, aber ist halt auch scheiße. Ja, weil das ist ja immer noch nicht gut. Ja, nur. Doja war da, sie meinte, es war gut. Ja. Aber die ist auch ein bisschen jünger als wir. Ja. Und dann noch andere. Wir hören jetzt zur alten Generation. Ich glaube, das macht schon Spaß, wenn man so richtig verkleidet ist. Also nicht nur so ein bisschen Blut und Möpse raus, sondern so ja, richtig. Also geiler wäre halt so ein Haus, wenn jemand eine Hausparty machen würde und alle müssen sich so richtig Mühe geben und es eher so, das wäre geil. So wie bei der Valentinstagsparty, weißt du? Ja. Ja. Also ich habe jetzt auch Radiergummi bis zum Abwägen. Was ist das? Das sind Radiergummi, oder? Ja. Das sieht fast aus, als würde man es eigentlich auch essen. Auf gar keinen Fall. Sieht aus wie so Katjes. Nicht essen. Nee, auf jeden Fall habe ich gesehen, es gab ein Trio und die haben Fuck, Mary, Kill. Einer war Fuck, einer war Mary, einer war Kill. Hä, und was heißt das dann? Ja, also Rot, Weiß, Schwarz. Und Mary, eine war eine Braut. Kill, eine war halt so schwarz, sexy wie der Tod mit so einem Sense-Ding. Geil. Und wie eine Doja Cat. Und eine war Fuck, die war rot angezogen mit so einem Negligé und so. Mhm. Geil. Ja, ich hab gedacht, die hat eine schlaue Idee. Ja, wer von uns? Das ist ja klar, würde ich sagen. Ja. Ich glaub auch. Nee, also, das würde ich jetzt gerne wissen. Okay. Also, Chaos der Fuck auf jeden Fall, oder? Ja, schon. Der kann besser Dessous tragen als du. Ja, das muss. Achso, nee, Fuck finde ich super. Ich habe gerade an Kill gedacht. Ich dachte, ich bin schon wieder die Gemeine, die alle tötet. Nee, das ist dann ausnahmsweise vielleicht mal die Cheyenne, glaube ich. Ja. Ich das bin der Fuck. Ja, süß. Ja. Wie die Glitzer. Ja. Die sind schon ganz klein. Ja, wir wollen auch. Wollt ihr auch eine Schultüte? Ja, wir wollen auch ein Glitzerbeischen haben. Oh mein Gott, was habt ihr denn alles? Das ist saugeil. Ich würde erstens gerne wissen, wo ihr wart. War das nur ein Ort? Nee, das sagen wir dir nicht. Nein, aber war das nur ein Ort? War das mehrere? Oder willst du mehr haben? Tipps von uns. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie ihr crazy gegangen seid beim Einkaufen. Geil. Voll geil. Mit so Farben. Ja, voll cool. Früher hat man es gar nicht geschätzt, diesen Stift, aber eigentlich ist der so. Der war cool, aber man benutzt den nicht. Ja, aber der ist cool. Ist auch schon klar, dass du wahrscheinlich nicht alles sagen kannst. Sehr wichtig. Damit unterscheiden aber nur die Einsatz unterschieden. Spitzer, sehr gut. Hab ich nicht. Haradigummi hast du bestimmt auch noch. Noch ein paar Sticker? Das sind Sticker, oder? Das ist kein Tape. Ja. Ja, weißt du, wenn jemand besonders gut... Den klebst du deinem Kind auf die Stirn. Auf die Stirn. Super gemacht. Ja. Das ist ja so eine süße. Nein, unter die so eine 1 plus bekommt. Ah nee, du musst allen erstmal Sternchen geben, gell? Ja. Erstmal kriegt jeder ein Sternchen. Und ein Überraschung. Ein bösen Smiley. Ein trauriges Smiley. Darf man Kindern eigentlich Süßigkeiten geben? Eigentlich nicht unbedingt. Mhm. Boah, können ja auch Allergien und so haben, oder? Ach, ihr seid so eine Süße, seid ihr. Ich bin zwar noch keine Lehrerin, aber... Doch. Doch. Doch, wenn ich euch frage, schon. Ab heute? Nee, ab übermorgen. Ab übermorgen. Ja, übermorgen werde ich vereidigt. Siehst du? Dann bist du doch eine Lehrerin. Ja. Nicht wirklich vorbei. Nee, ab Februar bin ich richtig, weil dann muss ich jede Woche 12 Stunden alleine unterrichten. Mich 12 Stunden die Woche Februar verantwortlich dafür, dass sie was lernen. Und wenn ich es falsch mache, dann ja nichts.
Keine Sorge, es gibt Leute, die sind richtig, richtig viel, viel unsympathischer, dümmer und asozialer. Und da lernen die Kinder auch irgendetwas. Ja, deswegen alleine eine Präsenz wird denen schon einen Vorteil geben. Der Vorteil ist, die schlauen Kinder lernen auch ohne einen. Ich glaube, die werden dich lieben. Die schlauen, ja. Ich glaube, du bist die absolute Lieblingslehrerin von allen. Glaubst du nicht, dass das alle denken? Nee. Über sich? Nee. Doch, glaub ich glaube schon. Nee. Ich glaube, jeder denkt, ach, meine Freundin wird die Lieblingslehrerin. Nein. Ich kann mir entweder vorstellen, entweder wirst du wirklich die Lieblingslehrerin oder die mögen dich alle nicht. Oh. Weißt du, weil wir dich so sehr mögen. Weißt du, was ich meine? Ihr seid so blind vor Liebe. Nein! Dass nein! Nein, so meine ich das nicht! Jetzt kommt hier die wahre Caro raus. Guck dir das die ganze Zeit, die Sophie. Ja, jetzt kommt's raus. Nein, ich meine, es gibt ja auch so Lehrer, die sind im Privaten so voll sympathisch, aber als Lehrer nicht so. Was ich mir bei dir nicht vorstellen kann, aber es wäre auch eine Option. Ich gehe auf jeden Fall mit der... Hallo, ich sag immer, du wärst die beste Lehrerin. Okay, ich sag Spaß. Nee, ich sag jetzt nichts mehr. War nur witzig. Nee, ich sag jetzt nichts mehr. Also ich krieg das nicht alles wieder da rein, so wie ihr das da reingekriegt habt. Ja. Ich habe halt so ein paar Mal geschüttelt und dann ist ein bisschen runtergerutscht. Und dann hast du ja noch den Haargummi. Meine Schultüte ist meine schönste Kindheitserinnerung, glaube ich. Wirklich? Eine meiner schönsten, ja. Ich fand meine Schultüte so toll. Ich hatte so coole Sachen da drin. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte bestimmt nicht so coole Sachen da drin. Doch, bestimmt. Taschenrechner selbst. Niemals! Ich hatte diese Marker, die geduftet haben. Oh. Also, ich habe hier schon mal Nudeln gemacht. Hier Schinken und Zwiebel. Dann habe ich hier die Soße. Und wir machen auch noch so ein spicy Gericht, was die Mädels auf TikTok gesehen haben. Wie hieß das noch? Wie hieß das nochmal, dieses Ding hier? Das sind die auf jeden Fall. Das sind die falschen. Eigentlich gibt es diese rosa Carbonara-Rahmen. Also, wo ist denn die Soße? Im Kühlschrank. Ja, die ist nicht vergammelt. Nee. Die Sophie hat einfach meinen Kühlschrank sauber gemacht. Aber da ist jetzt was anderes vergammelt im Kühlschrank. Das ganze obere Regal ist vergammelt. Bei mir vergammelt alles, Leute. Oh, ja, diese Soße. Wie schwer ist es eigentlich für eine Person zu kochen? Selbst wenn ich koche, dann koche ich ja nicht alles, was ich habe. Dann vergammelt schon mal der Rest. Und dann vergammelt auch noch das, was übrig geblieben ist von dem, was ich gegessen habe. Das bringt nichts, deswegen koche ich einfach nicht. Außer jetzt, wo ich weiß, dass ich noch ein paar Schnabulasas hier habe. Ich glaube, das Problem ist nicht mal, dass du allein wohnst, sondern dass du nie hier isst. Außer Frühstück. Ja, ich bestelle mir halt immer was, dann esse ich doch. Ja, deswegen koche ich, also... Ja, aber weißt du, wenn du einfach immer kochen würdest, dann würdest du ja sagen, okay, ich muss heute was zum Mittag essen, ich esse die Reste von gestern. Ja, aber ich will ja nie die Reste von gestern. Und das Ding ist, die Reste von gestern essen ist ja meistens, dass ich am nächsten Tag dann gar nicht zu Hause bin und gar nicht die Reste von gestern essen kann. Und dann ist es so, dass ich dann den Tag danach ja theoretisch was essen könnte, aber ich dann wegfliege oder wegfahre mit der Bahn. Und dann denke ich so, okay, ich will es abends essen und dann ist es halt schon 3 Tage her. Ja. Mit der Bahn. Look who's here. Hi! Ich habe den leider schon alles erzählt. Ich bin auch positiv. Nein. Oh mein Gott, ich liebe den. Den? Ist das der von Maggie? Nein. Aber ich habe den von mir vorgeredet. Aber ich habe ihn selbst gemacht. So, guck mal hier. Haben wir richtig schön, oder? Einfach maximal zu viel, aber so kann jeder was mitnehmen. Das ist doch toll. So, ich habe wieder einen dieser Tage. Da platzt mein Magen und ich fühle mich, als wäre ich 48 weeks pregnant. Oh, ich habe auch Nudeln gegessen, Gluten, das ganze Programm. Aber es liegt mir so schwer im Magen, wirklich. Jedes Mal, wenn ich so hart Gluten esse, bereue ich es. Ich habe mir eben erstmal eine Detox-Kapsel geballert. In der Hoffnung, dass ich heute Nacht gut schlafen kann. Mit viel Glück gehe ich nochmal kurz aufs Klo. Aber ja, war voll schön mit den Mädels. Und auch das Kochen war voll schön. Ich räume jetzt hier gerade noch so ein bisschen die Wohnung auf. Und dann lese ich noch was. Ich lese jetzt, glaube ich, auch. Here's my book. Soweit bin ich. Und dann werde ich mich, glaube ich, auch schon in die Haie begeben. Ich muss sagen, ich habe meine Wohnung schon sehr geliebt
früher, aber gerade liebe ich sie einfach so viel mehr. Ich fühle mich so zu Hause, wenn ich hier bin und richtig so safe und secure und och, ich liebe es einfach so sehr. Das Einzige, was ich ändern will, ist dieser Fernseher. Fun Fact, den wollte ich nämlich nie haben. Ja, aber man ist ja auch Kompromisse irgendwo eingegangen. Naja, auf jeden Fall will ich den loswerden in der Hoffnung, irgendwann ein 99-Office zu haben und den dann dahinzustellen, weil ich glaube, für Präsentationen und sowas ist das eigentlich ganz smash. Ich würde voll gerne den von Samsung haben, der Frame, weil ich glaube, das würde über diesem Schrank halt voll schön aussehen. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich bei Black Friday Glück und finde ein gutes Angebot oder so. Ich lese jetzt mein Buch. Morning Party People. Es wurde gestern nicht spät. Ich bin früh ins Bett, aber habe dann irgendwie alles um mich herum vergessen. Noch voll lange lesen. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal sagen, dass der Abend gestern mit den Mädels so schön war. Wir haben so viel geredet und gegessen. Wir haben alle nochmal so einen fetten Stein im Magen gehabt. Dementsprechend sind meine Augen so ein bisschen auch angeschwollen von dem Salz. Stimmbreak, ich bin auch noch nicht so lange wach. Ja, es war richtig schön. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr YouTube-Videos haben wollt. Fingers crossed, dass ich heute es noch hinkriege, zwei YouTube-Videos zu drehen, sind wieder on the roll. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Ja, und ansonsten danke ich euch für immer für den Support. Vergisst meine Stimme, die ein bisschen lost ist. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bye.